Der SCDAF bei Leipzig zu Gast beim TVB Stuttgart. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn es tabellarisch nicht ganz danach aussieht. Der Tabellen-14. Gegen den Tabellen-10. Aber beide Mannschaften trennt vor der Partie nur ein Punkt. Leipzig in den grünen Trikots mit dem ersten kleinen Ausrufezeichen. Aber Stuttgart hält in Halbzeit 1 über weite Strecken gut mit. Aus dem Rückraum erfolgreich. Allerdings kann sich dann der SCDAF Leipzig in Halbzeit 1 absetzen. Luka Witzke, einer von vielen Spielern im Kader der Leipziger, der auch immer wieder verletzt war über die Saison. Jetzt sind aber wieder alle fit und das macht sich bemerkbar. 6 Tore Führung zur Pause. Rein in Durchgang 2. Kai Häfner mit dem Rückraumwurf. Aber die Stuttgarter haben zu knappern am Rückstand. Es bleibt über weite Strecken bei 6 Toren. Vor allem, weil Stuttgart immer wieder am Keeper Domenico Ebner scheitert. Und Luka Witzke dann gedankenschnell überwindet den Block und Milan Vujovic. Es dauert wirklich eine gefühlte Ewigkeit, ehe die Stuttgarter vollends in der Partie angekommen sind. Auch wenn hier der Gegentreffer nicht zu stoppen ist. Viggo Kristjansson mit einem seiner insgesamt 7 Treffer. Domenico Ebner. 18 Paraden sind es am Ende für ihn und er brüllt es in den Himmel. Er macht einfach da weiter, wo er die letzten Spiele aufgehört. Nach den Siegen gegen den BHC und die MT-Melsungen weiter der Garant im Kasten. Dann 10 Minuten vor Schluss. Plötzlich Stuttgart wieder da. Nur noch 3 Tore Rückstand. Und dann spielen sie es geduldig. Da waren es nur noch 2. Sollte es nochmal spannend werden in dieser Partie? Ganz genau so wurde es auch. Auch weil Milan Vujovic in der zweiten Halbzeit deutlich besser im Kasten stand, etliche Paraden zeigte und am Ende auch eine stabile über 30% Quote kommt und somit dieses Spiel wieder zur absoluten Spannung nach oben treibt. Dann allerdings die dritte 2-Minuten-Strafe gegen Adam Lönn und er fehlt der Mannschaft aus Stuttgart in der Schlussphase und die Stuttgarter teilweise in doppelter Unterzahl. Aber Milan Vujovic, am Ende dreht er so richtig auf und Stuttgart schnuppert plötzlich wieder am Sieg. 90 Sekunden noch auf der Uhr, Leipzig. Und sie scheitern erneut an Milan Vujovic. Auch bei ihm sind es am Ende 14 Paraden. Es ist ein Torhüter-Duell. Und Kai Häfner hat am Schluss nochmal das Unentschieden auf der Hand. Aber er scheitert an Domenico Ebner. Der Sieg von Leipzig perfekt. Der dritte in Folge damit für den SCDHFK. Und die Stuttgarter müssen sich fragen, warum man 50 Minuten lang gewartet hat, ehe man vollends angekommen ist. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.